Die meisten Menschen führen Krieg. Und zwar in erster Linie wirklich gegen sich selbst. Vor allem Menschen mit einer Traumageschichte führen diesen Krieg manchmal so gnadenlos. Und ja, ich weiß das, weil ich den selber geführt habe und weiß, wie wahnsinnig schwer das ist, wirklich die Waffen niederzulegen. Herzlich willkommen, das ist der Kanal von Dami Schaff, das bin ich, traumaheilung.de. Wenn du magst, geh auf meine Seite, kannst dir das Buch holen, das E-Book kostenfrei, Trauma verstehen. Ich freue mich, wenn du das tust und ich freue mich auch, wenn du hier abonnierst. Dieser Krieg, den wir gegen uns selber führen, der ist uns erstmal meistens überhaupt nicht bewusst, weil dieser Krieg eigentlich eine Weiterführung von dem ist, was wir gelernt haben als Kinder, als Babys schon, wie mit uns umgegangen wurden. Wenn unsere Eltern uns nicht gut behandelt haben, egal auf welchem Maß gut oder schlecht, wie viel Gewalt da involviert war, wie viel Übergriffe, dennoch, egal, wenn es einfach nicht liebevoll genug war, dann haben wir gelernt, etwas stimmt mit mir nicht, ich bin falsch, ich bin es nicht wert, irgendwie scheine ich keinen anderen Umgang verdient zu haben. Und irgendwann denken wir, wir sind schlecht und übernehmen die Sprache, wir übernehmen die unbewusst, wir übernehmen das Gefühl, wir übernehmen die Sprache, wir übernehmen die Gefühle unserer Eltern und wenden sie gegen uns selber, wir internalisieren sie und kennen quasi gar keine andere Sprache, keinen anderen Umgang mit uns selbst. Und manchmal sozusagen auch gerade, wenn wir Gewalt noch erlebt haben, dann ist das, was wir mit uns selber tun, ist uns weiter wirklich zu schlagen. Wir machen das natürlich verbal in den meisten Fällen, ja, aber wir tun's. Und das ist so schwer, ich nenne das wirklich Krieg, es ist ein Krieg, den wir innerlich führen, mit uns selbst zu beenden und freundlich mit uns zu werden und liebevoll und voller und Mitgefühl zu haben. Und das kann ich dir wirklich auch sagen, es macht das Leben so viel angenehmer, wenn du diese Schritte machst, mit dir selber friedlicher zu werden. Es ist ein Unterschied einfach wie Tag und Nacht. So, und der Kopf wird stiller, die Gedanken werden ruhiger, es werden weniger Gedanken und du kannst einfach mehr da sein und mehr die Welt wieder wahrnehmen, ohne ständig in diesem inneren Kampf und Dialog gefangen zu sein. So, weil sich selber so nicht leiden zu können und so abzustrafen immer, das macht das Leben zur Hölle. So. Der erste Schritt, den du machen kannst, nicht musst, kannst, ist wahrzunehmen. Erstmal wirklich wieder wahrzunehmen, was du mit dir selber tust, wie du mit dir sprichst, wie du mit dir selber umgehst. Und weil das ist so ins Unbewusste gerutscht und so normal, dass die meisten von uns kaum noch wahrnehmen. Manche Menschen glauben sogar, sie haben gar keinen inneren Dialog, weil sie ihn wirklich gar nicht mehr wahrnehmen. Und wenn du dann anfängst wahrzunehmen, dann geht es irgendwann wirklich darum wahrzunehmen, dass es weh tut, was du da machst. Dass Worte und Gedanken eben nicht einfach nur vorbeigehen und man denkt, das hast ja wieder scheiße gemacht oder wie scheiße siehst du denn im Spiegel aus, sondern dass die wehtun. Dass wir uns vorstellen, wie wäre das wirklich, wenn wir das zu jemand anderem sagen, wie wäre das, wenn du deinen inneren Dialog auf ein Kind richten würdest, Tage, wie würde dieses Kind sich entwickeln? Das würde da sitzen und weinen und weinen und weinen und weinen. Und das ist das, was du heute nicht mehr damit tust, aber eigentlich wieder anfangen musst. Und zu erkennen, irgendwann wirklich zu erkennen, dass ich ständig das mache mit mir. Und dass du machst das auch. Ja? Und dann habe ich angefangen, wirklich zu gucken, wow, das ist total furchtbar, was ich da mache. Das wieder zu sehen. Und mir abzugewöhnen, Schritt für Schritt. Das war ich sage das ganz offen, wirklich ein jahrelanger Prozess, immer wieder darauf zu achten, nicht so denken, mich ablenken, was anderes denken,
ah, du bist ja wieder, nein, du bist nicht wieder, denk was anderes. So, und langsam das zu ersetzen durch eine andere Form von Sprache, die ich ja auch mit anderen Menschen mache. Und immer wieder würde ich das meiner besten Freundin sagen. Nein, das würde ich nicht. So, ich würde mit ihr nicht so umgehen. Okay, wie würde ich dann mit mir umgehen? Und zu sehen, wenn ich schlechte Tage habe und da wieder reinrutsche, zu sehen, boah, das ist furchtbar. Und auch vielleicht einfach darüber zu weinen, dass ich das gerade so mache. Aber das ist der wichtigste Krieg, den es zu beenden gibt. Wirklich der, den du mit dir selber führst. Und niemand kann den heute für dich beenden. Das ist das Riesendrama. Es kann niemand tun. Wir haben quasi die Peitsche von unseren Eltern oder von wem auch immer übernommen und haben gesagt, wir machen das weiter. Ja? Und leider, das allein das zu fühlen und zu sehen, aber wirklich zu fühlen, dass ich diese Peitsche heute in der Hand habe. Mama und Papa sind nicht mehr da. Vielleicht sind sie sogar schon tot. Und ich habe fest diese Peitsche in der Hand und gehe weiter so mit mir um. Und allein diese Erkenntnis ist so grausam und gruselig. Und die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass ich die heute in der Hand habe und nicht zu sagen, ja, meine Geschichte unten. Ja, das ist deine Geschichte, natürlich. Und deswegen hast du es gelernt. So. Und es geht nicht um Schuld, sondern es geht darum zu sehen, heute mache ich das. Und wie kann ich es lassen? Ich bin die einzige Person, die es lassen kann. Ja, natürlich kann ich dazulernen, indem ich sehe, oh, andere Leute gehen heute viel besser mit mir um. Die sind liebevoller. Vielleicht kann ich eine andere Sprache mit mir lernen. Das gehört alles dazu. Und ich bin die Person, die mit mir selber spricht. Da kommt niemand rein. Das muss ich machen. Und das ist echt schwer. Das ist echt schwer. Aber das ist das größte Geschenk, was du dir machen kannst, die Waffen niederzulegen. Und ich persönlich glaube, dass Trauma und dieser Umgang, den wir gelernt haben mit uns selber, so viel auch im Außen macht, wie wir mit der Erde umgehen, wie wir miteinander umgehen, dass wir Kriege führen können, dass wir Menschen foltern können, dass wir diese Fähigkeit dazu haben, als Gesellschaft, als Menschheit, dass es viel damit zu tun hat, dass wir mit uns selber so wenig Mitgefühl haben und selber so wenig gelernt haben, liebevoll mit uns zu sein. Und ja, das ist meiner Meinung nach so ein Umgang, der so einen großen Effekt in die Welt hat. Und ja, aber als allererstes auf dich. Was wäre, wenn du wieder weicher mit dir sein könntest, wenn du liebevoll sein könntest, wenn du fühlen könntest, wie es dir geht? Und was du brauchst und ja, wie verletzt du auch bist, ohne dich dafür zu bestrafen, ohne für dich darauf, dich selber oft einzuschlagen. Oder wenn was schiefgelaufen ist, zu sehen, ja, es ist schiefgelaufen, aber ohne dir weh zu tun. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Das ist ein weiter Weg, aber der lohnt sich wirklich, wirklich, wirklich sehr. Und ja, danke für deine Zeit wieder und bis zum nächsten Mal. Ciao, Dami.